Ja, grüß euch bei Wolfsbike und Tour TV. Ich bin heute in Mailand auf der EICMA und ich nehme jetzt die Maske runter, damit ihr mich auch verstehen könnt. Man muss da die ganze Zeit damit herumlaufen, ist auch vernünftig, wisst man eh, ist trotzdem unangenehm. Und wenn du den ganzen Tag damit auf der Messe unterwegs bist, dann kriegst du auch schwer Luft. Aber das ist mein Problem und nicht eures. Das ist nur eine von vielen Neuerungen. Es gibt die EICMA wieder nach einem Jahr Pause. 2019 war die letzte. Das Ganze ist kleiner geworden. Es sind weit weniger Aussteller hier. Es gibt, wie gesagt, eben diese Regeln. Bei manchen Ausstellern wird sogar das Fieber gemessen. Also da muss man sich wohin stellen. Aber es gibt trotzdem noch jede Menge Neuheiten. Und wenn euch die aus der Wolfsperspektive interessieren, also mit Schwerpunkt wie immer ein bisschen auf die Reise-Enduros, auf die Reisemotorräder, dann schaut euch das Video an. Warum ich da jetzt bei diesen alten Kajiva Elefantmodellen stehe, ist leicht erklärt, weil gleich da drüben MV Augusta zwei neue Reiseenduros präsentiert hat unter dem Arbeitstitel Lucky Explorer Project, und zwar eine 9.5 und eine 5.5. Die 9.5 kommt mit dem schon aus der MV bekannten Reihendreizylinder, der hier auf 931 Kubik erweitert wurde, der 123 PS leistet und 102 Newtonmeter, hat ein 7 Zoll DFT Farbdisplay, hat 220 Kilo vollgetankt, hat einen 20 Liter Tank, hat 21 18 Zoll Bereifung, also so eine richtige Reiseenduro, wie ein Reiseenduro gehört, auch mit einem vollen Elektronikprogramm, sogar mit einem elektronischen Fahrwerk, also das wird, glaube ich, wirklich was Wunderbares sein. Und dann gibt es auch noch eine kleine Schwester, die 5.5, die mit 47 PS A2-Führerschein tauglich ist, die allerdings genauso schwer ist, mit 220 Kilo vollgetankt. Also das Ganze sicher Offroad-mäßig nicht so ernst nimmt. Das zeigt auch die 19, 17 Zoll Bereifung. Also das ist aber auch ein Einsteiger-Adventure-Bike, eine kleine Reiseenduro, eine A2-Führerschein taugliche Reiseenduro. Und für mich sind diese beiden Modelle von MV Augusta wirklich Highlights auf dieser Messe. Was sind die weiteren Highlights? Ganz sicher die Triumph Tiger 1200, die ja erst offiziell am 7. Dezember präsentiert wird, aber es steht schon eine da. In dieser Tarnlackierung, wie man sie ja schon auch teilweise auf den Fotos gesehen hat. Die Details sind ja noch nicht offiziell, aber soweit man das schon gesehen hat, hat sie 21 Zoll Vorderrad auch, und dann ist sie meines Wissens so ziemlich die einzige 21 Zoll Kardan-Enduro, das hebt sie dann schon von den anderen ab, weil bei den starken Reise-Enduros gibt es eigentlich nur KTM und Triumph, die auch ein 21 Zoll Vorderrad jetzt anbieten. Ich bin schon gespannt auf die endgültige Präsentation und vor allem dann, wenn ich sie Ende Jänner selber fahren darf auf Sizilien. Da werde ich euch dann berichten, zwar erst auf 1000 PS und dann auch auf meinem Kanal. Wenn wir schon bei Triumph sind, natürlich steht hier auch die Tiger Sport 660, die ja schon präsentiert wurde, wo es jetzt schon bald die Fahrpräsentation gibt, die den Motor und jede Menge Bauteile von der Trident 660, die er heuer voll eingeschlagen hat, übernommen hat. Das wird sicher ein wunderbares Tourenmotorrad, Alltagsmotorrad, also auf die bin ich auch schon sehr gespannt, wenn ich die dann nächstes Jahr zum Fahren kriege. Ich habe schon gesagt, einige renommierte Hersteller wie BMW, wie KTM, wie Ducati, wie Husqvarna sind nicht hier in Mailand, diesmal bei der Messe. Trotzdem gibt es auch heuer einiges. Fangen wir an bei Honda. Da wurde ein 30-Jahr-Jubiläumsmodell von der Fireblade präsentiert, also wirklich was ganz was Heißes. Das neue Tourenmotorrad, die Ente 1100 auf Basis der Africa Twin, ist ja schon präsentiert worden. Haben wir es heute ein bisschen genauer angeschaut. Ich glaube, das wird was ganz was Gutes, was Solides. Ganz neu bei Honda ist dieser ADV 350 Roller, das ist quasi der kleine Bruder vom X-ADV mit wirklich ordentlichen Federelementen. Kawasaki hat mit der Ninja ZH2 SX so einen richtigen Sporttourer rausgebracht. Da gibt es kaum mehr Luft nach oben mit dem Kompressormotor. Also da bleibt wahrscheinlich kein Auge trocken, auch wenn man zu zweit fährt. Was mich bei Kawasaki aber zumindest genauso interessiert hat, ist die neue Versys 650. Endlich, muss man sagen, gibt es da auch ein richtig umfangreiches Update. Hat es ein Elektronikpaket verpasst bekommen. Die Optik der 1000er Versys, also bin schon sehr, sehr gespannt, die zu fahren.
wer bei Honda darauf gespitzt hat, vielleicht hier auf der EICMA eine Transalp oder eine kleine Afrika-Twin, wie immer man sie nennen mag, zu sehen, der ist enttäuscht worden. Da ist nichts dergleichen gestanden. Da gibt es auch überhaupt keine Andeutungen. Es wird schon seit Jahren in den diversen Foren darüber spekuliert. Offiziell ist zumindest noch überhaupt nichts. Also hier auf der EICMA hat man vergeblich darauf gehofft, dass sowas kommt. Dafür habe ich mir angeschaut, die Aprilia Touareg, mein 1000 PS-Kollege da, Gregor, ist sie ja schon gefahren. Das dürfte eine wunderbar gelungene Reise-Enduro sein, die ein bisschen mit der Yamaha Tenere zu vergleichen ist, mit mehr Elektronik, aber von den Federwegen, vom ganzen Erscheinungsbild, vom Gewicht und so ist sie absolut mit der Tenere zu vergleichen und hat aber eben ein bisschen mehr Leistung mit 80 PS, mehr Elektronik an Bord, also das ist schon eine wunderbare Reise hindurch. Wenn ich schon die Tenere angesprochen habe, Highlight am Yamaha-Stand waren natürlich die MT10 und die MT10 SB. Von der Tenere gibt es aber zumindest neue Farben, wobei mir die neue Rallye 2022 ausgesprochen gut gefällt. Und dann hat Yamaha auch noch einen Prototyp vorgestellt, die Tenere 700 World Raid, die mit jeder Menge hochwertiger Komponenten, wie zum Beispiel einer 48mm Gabel mit 270mm Federweg, mit einem neuen Federbein mit 260mm Federweg und aus einer Reise-Enduro ein vollwertiges Rallye-Motorrad macht. Ich bin schon gespannt, ob die auch in Serie gehen wird. Ich glaube, ein Klientel dafür wird es auf alle Fälle geben. Stichwort Reise-Enduros, immer mehr Hersteller springen auf diesen Zug auf. Hersteller, die man bis jetzt vielleicht noch nicht so auf der Rechnung gehabt hat, wie CF Moto zum Beispiel. Ich habe von denen ja schon ein Video jetzt über die neuen Produkte gemacht. Da kommt die 800 MT Multiterrain als Reise-Enduro raus, als richtig erwachsene Reise-Enduro mit einer Vollausstattung. Dann gibt es von Moto Morini kleine Reise-Enduros für den A2-Führerscheinbesitzer. Also da tut sich wirklich einiges. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Mein Highlight von der letzten EICMA, die Norden 901, war nicht offiziell ausgestellt, weil der Husqvarna auch nicht da ist. Ich habe aber eine erspäht, und zwar am Enduristan-Stand, wo sie schon mit Gepäck ausgestattet wird. Ich kann mich da nur wiederholen, das ist wirklich ein fesches Style geworden und ich bin schon richtig gespannt drauf, die dann auch hoffentlich bald einmal zu testen. Bei Moto Guzzi habe ich eine Rallye-Variante der V85 TT erspäht, die richtig geil ausschaut mit 21, 18 Zoll Rädern, mit ordentlichen Federelementen. Es ist aber zu befürchten, dass die nie in Serie gehen wird. Das Highlight am Stand war aber natürlich die V100 Mandello, wirklich ein wunderschönes Motorrad. Bleibt von den großen Herstellern, die in Mailand vor Ort sind, eigentlich nur noch Suzuki, wo ich mir persönlich zumindest eine umfangreiche Modellpflege von der V-Strom 650 gewünscht hätte. Aber neben dem bereits präsentierten Sporttourer GSX 1000 GT hat man nur noch eine überarbeitete und auf Euro 5 getrimmte Katana gezeigt. Es gibt freilich auch kleinere Hersteller, die zumindest mir sehr sympathisch sind. Wenn ich da zum Beispiel an Fantic denke, das mit der Caballero 500 was richtig Eigenständiges hat, mit dem man durchaus auch auf unbefestigten Wegen unterwegs sein kann. Und was vielleicht ein Knüller für engagierte Enduro-Wanderer werden könnte, es kommt eine Fantic XEF 450 Rallye, mit der die Italiener im nächsten Jahr an der Rallye Dakar teilnehmen wollen. Allzu viele Details sind da noch nicht bekannt, außer dass der Motor aus der Fantic 450 Enduro kommt, also ursprünglich von Yamaha entwickelt. Das Tankvolumen beträgt 30 Liter, sie soll aber zumindest im Vergleich zu den Rallye-Replikas anderer Hersteller halbwegs erschwinglich bleiben, eine Straßenzulassung haben, also Euro 5 erfüllen und, wie man mir auch auf der Messe erzählt hat, ab August oder September erhältlich sein. Ich werde da dranbleiben. Zum Schluss quäle ich euch noch ein bisschen mit meinen Gedanken zu so Messen. Ich bin mir nicht sicher, ob die nach der Pandemie wieder das wären, was sie mal waren. Und das nicht nur, weil einige gar nicht da gewesen sind. Früher gab es zum Beispiel bei der EICMA reihenweise Weltpremieren von davor streng gehüteten Geheimnissen. Jetzt haben die meisten Hersteller ihre Neuheiten schon davor gezeigt. Zum Teil durften wir sie sogar schon fahren. Manche heben sich noch immer was auf. Also ich bin jedenfalls gespannt, wohin sich das Ganze entwickelt. Trotzdem habe ich es wieder spannend gefunden, war das Programm eben nicht ganz so dicht und wenn ich das eine oder andere Highlight von euch übersehen habe, dann entschuldige ich mich dafür. Ihr wisst ja sowieso, wo mein Fokus meistens liegt. Everyone who supported the company and continue supporting it to grow and believe in us. Thank you very much.
Gut, das war es jetzt schon wieder von mir und von meinem kleinen Rundgang durch die Hallen auf der EICMA. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch ein bisschen was gebracht hat, dann lasst mal einen Daumen hoch da, schreibt in den Kommentaren unten rein, was für euch die Highlights auf der Messe sind, ob es auch so wie ich eher die Reise-Enduros bevorzugt, die Reisemotorräder bevorzugt oder ob ihr andere Präferenzen habt, würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört's noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit ihr meine Videos in Zukunft nicht mehr versäumt. Excuse me. Ja, der Kniewinkel ist relativ entspannt. Auch die Stehenposition. Habt da hinten Platz. Auch vom. Das ist ein Foto.